Leute, packt die Taschentücher aus. Diese Quest ist nichts für schwache Nerven. Was macht Linda denn da? Linda? Alles okay? Ah, Penelope! Gut, dass du da bist. Ich habe mich gerade auf das vorbereitet, was auch immer mich auf der anderen Seite erwartet. Letzte Nacht hatte ich einen wirklich furchteinflößenden Traum. Ich sah eine bedrohliche Festung, die durch eine endlose Weite aus Finsternis und Schatten trieb. Der Herrscher dieses dunklen Reichs war ein kopfloser Reiter, bekannt unter dem Namen der Galoppreiter. Er war ruhelos und wartete ungeduldig auf die Jahreszeit, in der die Barriere, die die Lebenden von den Toten trennt, schwächer wird und sie überwinden kann. Diese Jahreszeit ist nun gekommen und der Galoppierer und sein Pferd reiten durch den Nachthimmel. Manche sagen, er ist auf der Suche nach Opfern, die er in seine Festung verschleppen kann. Andere glauben, dass er verlorene Seelen entführt. Ich bin dem Galoppierer schon begegnet. Ich glaube, er fühlt sich missverstanden, gequält und verwirrt. Ich möchte ihm helfen. Und da stehen wir jetzt vor dem Portal zur Festung des Galoppierers. Heute bekommen wir unsere Antworten. Lass uns zusammengehen. Achtung, Linda, das Brett ist wackelig. Das ist genau, was ich in meinem Traum gesehen habe. Aber wo ist der Galoppierer? Vielleicht ist er auf einer seiner wilden Jagden durch Jorvik. Folge mir, lass uns einen ruhigen Ort finden, um ein Lager aufzuschlagen, um ein wenig nachzudenken. Linda, wo hast du eigentlich dein Pferd gelassen? Hat das einen Grund, warum du den nicht mit dir hergebracht hast? Muss ich mir Sorgen machen? Hier, fernab vom Zentrum der Festung. Okay, sie spaziert einfach drüber. Wow, sieh dir diesen dunklen, bedrohlichen Turm an. Ich spüre, dass dies einst ein Ort großer Macht und Magie war, aber jetzt ist er das nicht mehr. Dieser Ort scheint friedlich und abgeschieden zu sein. Er passt gut. Abseits der lärmenden Geister und verborgen, falls der Galoppierer zurückkehrt, gib mir einen Moment, um das Lager aufzubauen. Sag mir, wenn du bereit bist, die seltsame Geschichte über das Leben des Galoppreiters und seinen noch viel seltsameren Tod zu hören. Die Geschichte beginnt an einer südlichen Küste Jorviks vor 900 Jahren. Ein mächtiges Schiff hat dort angelegt und Jon Jarl betritt als erster dieses neue Land, ein Land, das er bald sein eigen nennen wird. Ihm zur Seite steht ein Mann namens Gunnar Trimson. Gunnar ist der loyalste und vertrauenswürdigste Gefolgsmann des Jarls, sein persönlicher Berater und ein erfahrener Kämpfer. Gunnar ist eine seltsame Gestalt. Er wird als grobschlächtiger Mann beschrieben, mit einem düsteren und grüblerischen Naturell, aber er ist auch tapfer und ehrenvoll. Jon Jarls Leute siedeln auf Jorvik und passen sich den jorvikschen Gepflogenheiten an. Pferde werden schnell zu einem festen Bestandteil ihres Lebens. Doch für Gunnar liegen die Dinge anders. Die majestätischen Pferde Jorviks fürchten sich vor Gunnar. Sie scheuen vor ihm zurück und lassen ihn nicht an sich heran. Eines Tages beschließt Gunnar, den anderen zu beweisen, dass er auch ein jorvikisches Pferd reiten kann. Er wählt eines der ruhigsten Pferde im Stall. Kaum hat er es geschafft, auf seinen Rücken zu steigen, bäumt sich das Pferd. Erschrocken auf, er stürzt zu Boden und das Pferd galoppiert in panischem Schrecken davon. Die Umstehenden geben Gunnar daraufhin den wenig schmeichelhaften Spitznamen der Galoppierer. Eines Tages ändert sich alles. Eine wilde und furchterregende Stute taucht auf. Es wird gemunkelt, dass sie aus den Ländern im Osten jenseits der Berge von Jor stammt. Sie ist ein riesiges schwarzes Shire mit einer Mähne so dunkel wie die mondlose Nacht und eisblauen Augen mit durchdringendem Blick. Ihre bloße Anwesenheit verunsichert sogar die Soldaten des Jarls.
Die Stute nähert sich dem Galoppierer. Es ist so, als ob sie niemanden sonst sehen könne. Der Galoppierer streichelt ihre Seite. Dann steigt er mit einem Ruck an ihrer Mähne auf den Rücken der Stute. Vom ersten Moment an scheinen sie eine einzigartige Verbindung zu haben. Es wirkt, als ob sie sich schon immer gekannt hätten. Endlich hat der Galoppierer eine vierbeinige Gefährtin. Anfangs betrachten die anderen Soldaten und Siedler das Band zwischen dem Galoppierer und seinem Pferd mit Erstaunen und Bewunderung. Doch mit der Zeit regt sich Eifersucht. Klatsch und Tratsch und hässliche Gerüchte machen die Runde und werden bald zu Gehässigkeit und Missgunst. Warum oder wie das, was als nächstes passierte, weiß man nicht. Die Geschichtsbücher sind da sehr vage. Den Legenden nach hat der Galoppierer den Jarl verraten. Oder der Jarl hat einfach nur geglaubt, dass der Galoppierer ihn verraten hätte. Wie auch immer, am Ende wurde der Galoppierer gefesselt, gedemütigt und wegen Hochverrats zum Tode verurteilt. Als man den Galoppierer zum Richtblock führt, kommen hunderte Menschen dort zusammen, von denen er viele früher als für Freunde hielt. Sie wollen dem Ganzen beiwohnen und dann seinen Tod feiern. Niemand weiß wirklich, was dann geschah, aber es lief wohl nicht alles wie geplant. Im Jahr nach der Hinrichtung berichteten die Menschen auf Jorvik von einem kopflosen Reiter, der auf einem furchterregenden, flammenden Scheier über den Nachthimmel ritt. Seitdem wird in jedem Herbst von solchen Beobachtungen erzählt. Ah, gruselig. Für manche ist die Geschichte von Galoppierer Thompson, dem kopflosen Reiter, nur eine weit verbreitete Geistergeschichte, aber ich glaube, da steckt mehr dahinter. Was, wenn an dieser Geschichte etwas Wahres dran ist? Vielleicht kann ich mit meiner Seelensicht mehr herausfinden. In den Büchern wird die Koppelinsel als einer der Schauplätze der Geschichte von Jarl und dem Galoppierer erwähnt. Ich spüre schon, wie mich etwas dorthin zieht. Wir müssen uns beeilen, Penelope. Bist du bereit? Ich spüre, dass etwas Wichtiges auf der Koppelinsel passieren wird. Wir sehen uns dort. Penelope, du glaubst nicht, wer gerade aufgetaucht ist. Der Galoppierer persönlich. Sei ganz leise. Wir warten, bis er wieder verschwindet und dann versuchen wir herauszufinden, warum er hergekommen ist. Irgendwas an dem Galoppierer ist seltsam. Aber abgesehen von seinem fehlenden Kopf, meine ich, siehst du diese kleinen tanzenden Lichter? Ich glaube, das sind Erinnerungsfragmente. Bring mir einige davon, dann sollte ich sie deuten können. Ich bleibe hier und halte Wache für den Fall, dass der Galoppierer zurückkommt. Du hast sie alle gefunden. Gute Arbeit. Gib mir einen Moment, um sie zusammenzusetzen. Das ist die Nacht, in der das Pferd des Galoppierers starb. Sag mir Bescheid, wenn du einen Moment Zeit hast, dann erzähle ich dir, was ich in dieser Erinnerung sehe. Ich sehe ein Gebäude. Dem Äußeren nach scheint es ein Stall zu sein. Es ist dieser Ort. Dies war ein Stall. Der Stall des Galoppierers. Es gab Gerüchte, dass das Pferd des Galoppierers sich niemals einen Stall mit anderen Pferden teilte. Ist dieser Ort deswegen so abgelegen? Es geht los. Da ist eine aufgebrachte Meute, verängstigt und zornig zugleich. Sie umzingeln den Stall. Sie verlangen, dass wer immer im Stall ist, herauskommt, sich seiner Strafe stellt und für seine Verbrechen bezahlt. Im Stall steht eine große dunkle Gestalt, vor ihr eine riesige schwarze Stute. Das müssen der Galoppierer und sein Pferd sein. Seine Augen sind voller Kummer und Qual. Er hat seine Arme um den Hals der Stute geschlungen und die Finger in ihrer Mähne vergraben. Er flüstert die Abschiedsworte zu, als die Soldaten den Stall betreten. Der Galoppierer und seine Stute stehen allein einer Horde der aufgewiegelten Soldaten des Jarls gegenüber. Der Galoppierer ergibt sich. Die Stute schnaubt und schreit voller Verzweiflung, als die Soldaten ihren Gefährten wegbringen. Sie bäumt sich wild auf, tritt gegen die Wände und stampft auf den Boden. Die Soldaten schrecken ängstlich zurück. Es herrscht Verwirrung. Der Mob tobt. Ein Feuer ist ausgebrochen. Wurde eine Laterne in den Stall geworfen? Eine Fackel fallen gelassen? Ich kann es nicht klar erkennen. Der Rauch und die Flammen versperren mir die Sicht.
Der Stall brennt lichterloh. Das Pferd ist gefangen. Die Soldaten kämpfen gegen die Flammen an. Die Menschenmenge hat sich zurückgezogen und beobachtet das Spektakel gebannt. Die panischen Schreie der Stute und das entsetzte Heulen des Galoppierers steigen lauter und lauter in den raucherfüllten Himmel. Die Flammen wurden gelöscht. Fassungslose Stille ist eingekehrt. Rauch und Glut liegen noch immer in der Luft. Der Galoppierer ist zusammengebrochen. Überwältigt von Entsetzen und Trauer. Wie furchtbar. Ich kann diese Bilder nicht ertragen. Die arme Stute, sie ist in dieser Nacht gestorben. Aber wenn sie vor dem Galoppierer gestorben ist, wie ist sie dann zurückgekommen? Durch einen Fluch, dunkle Magie? Durch ihre Verbindung zum Galoppreiter? War der Tod der Stute ein Unfall oder starb sie durch die Hände von Leuten, die von Angst getrieben wurden? Es ist eine traurige Wahrheit, dass selbst gute Menschen Dinge zerstören, weil sie sie nicht verstehen. Oh Gott, ich habe ein Kloß im Hals. Das ist echt traurig. Den Geschichten zufolge wurde Gunnar Trimson, der Galoppierer, in Jarlaheim hingerichtet. Ich denke, dort finden wir die nächsten Antworten. Reiten wir zusammen hin. Boah, ist das traurig. Das ist ja unfassbar schrecklich. Wie seltsam. Penelope ist dir auch aufgefallen, dass alle sich versteckt halten? Der Galoppierer muss direkt von dem niedergebrannten Stall hierher gekommen sein. Anscheinend zieht es ihn zu diesen beiden Orten. Der Galoppierer reitet wieder davon. Er kann die Erinnerungsfragmente wohl weder sehen noch spüren. Sammeln wir sie ein. Vielleicht finden wir dann heraus, warum er hergekommen ist. Ah, die Melodie passt gerade gar nicht zu der Quest. In dieser Erinnerung muss etwas sehr Machtvolles enthalten sein. Ich spüre, wie sich Angst darin windet. Angst und Wut. Bei Aydins Licht ist das der Tod des Galoppierers? Der Galoppierer wird auf den Stadtplatz geführt. Eine Menschenmenge hat sich versammelt, um Zeuge des grauenvollen Geschehens zu werden. Darunter auch seine einstigen Freunde und Nachbarn. Jetzt steht er vor dem Richtblock, aber er scheint Jon Jarls Worte nicht zu hören. Hat er alle Hoffnung aufgegeben? Nein, eine stille Intensität umgibt ihn. Der Schock über die Grausamkeiten seines Königs, den entsetzlichen Tod seiner treuen Gefährtin, hat ihn schwer getroffen. Wie betäubt kniet er vor dem Block, seine Lippen bewegen sich lautlos. Was will er sagen? Der maskierte Henker hebt seine Axt. Oh, ich kann nicht hinsehen. Die Axt fällt. In seinen traurigen grünen Augen sehe ich einen leicht erschrockenen Blick, fast so, als ob sie mich sehen würden. Warte, die zuvor jubelnde Menge ist verstummt. Ihre Gesichter sind fassungslos, voller Entsetzen. Etwas stimmt nicht. Die Leiche, der Körper des Galoppierers bewegt sich. Der Galoppierer stößt sich vom Block hoch. Langsam hüllt ein grünes Leuchten seinen kopflosen Körper ein. Die Menge gerät in Panik. Die Menschen versuchen zu fliehen. Einige der Soldaten stechen auf den Galoppierer ein, aber ohne Erfolg. Moment, da geschieht noch etwas. Es ist ein Shire Horse. Sein Fell ist jetzt noch dunkler. Es scheint das Licht zu verschlingen. Seine Mähne ist so feurig und hell. Eine blendende Erscheinung aus Schatten und Flammen. Es versetzt die Wachen und Bürger in Angst und Schrecken. Die wenigen, die es gewagt haben, sich dem kopflosen Wiedergänger zu stellen, sind nun entkräftet und fliehen. Selbst Jon Jarl ist nirgends zu sehen. Der Galoppierer begrüßt seine geisterhafte Gefährtin mit einem Ruck an ihrer Mähne, während er sich auf ihren Rücken schwingt. Sie reiten in den Himmel und eine feurige Spur markiert ihren Weg. Oh Gott. Und das ist die Wiederkehr seines Pferdes und der wahre Beginn des Galoppreiters, des kopflosen Reiters, der Jorvik bis zum heutigen Tag heimsucht. Diese Geschichte, es ist wirklich schlimm, sie zu hören und noch viel erschütternder, sie zu sehen. So viele Qualen, so viel Leid. Reiten wir zurück zur Festung des Galoppierers, um unsere Gedanken zu ordnen. Wir treffen uns im Lager.
Wir haben also zwei Erinnerungen, den Tod und die Rückkehr des Galoppierers und seiner treuen Gefährtin. Der Galoppierer und sein Pferd waren im Leben und Tod unzertrennlich. Die beiden wurden auf Jorvik noch nie getrennt voneinander gesehen. Was wollen uns diese Erinnerungen sagen? Ich wollte hierher zurückkehren, um mir etwas Zeit zum Nachdenken zu geben, aber auch um herauszufinden, ob ich spüren kann, wo wir als nächstes hin müssen. Der Galoppierer ist hier in der Festung anscheinend nirgends zu finden, also muss er auf Jorvik unterwegs sein. Vielleicht geben uns die Erinnerungen einen Hinweis. Erst der Tod des Pferdes des Galoppreiters und dann der Tod des Galoppierers selbst. Oder warte, vielleicht war es genau andersherum. Die Rückkehr des Pferdes des Galoppreiters und dann die Rückkehr des Galoppierers. Was meinst du, Penelope? Irgendetwas hat dem Galoppierer Unsterblichkeit verliehen und die muss sich auf sein Pferd übertragen haben. Die starke Verbindung zwischen dem Galoppierer und seinem Pferd hat sie an diese Welt gebunden. Sein Pferd ist der Schlüssel zur Unsterblichkeit der beiden. Boah, gute Frage. Ich glaube, das Pferd. Irgendwas ist mit dem Pferd besonders. Vielleicht ist es so, wie manche Legenden sagen, die Stute ist auf mysteriöse Weise schon vor dem Galoppierer aufgetaucht, aus einem unbekannten Land. Es war doch, als seien sie füreinander bestimmt. Tut mir leid, Penelope, warte kurz, ich spüre etwas. Bei den Orten, die wir bisher besucht haben, hat es sich so angefühlt, als folgten wir einem entfernten Echo oder einem verschwommenen Bild in meinem Verstand. Jetzt spüre ich etwas anderes. Ich spüre etwas dröhnen. Es ist fast, als würden meinem Geist Bilder von der Teufelsschlucht und den vergessenen Feldern aufgezwungen. Was auch immer das ist, es hängt nicht mit einer Erinnerung zusammen. Irgendetwas passiert. Jetzt, gerade. Uns bleibt keine Zeit, Penelope. Lass mich mit dir reiten. Wir müssen zu den vergessenen Feldern. Jetzt, sofort. Gut. Dann los. Warte mal, ich verstehe das nicht. Das ist der Ort, an den uns meine Vision geführt hat. Wo ist der Galoppierer? Es ist ruhig. Zu ruhig. Moment, ist das das Pferd des Galoppierers? Aber wo ist der Galoppierer? Ich habe noch nie davon gehört, dass jemals auf Jorvik getrennt waren. Wir sollten ihr folgen, um herauszufinden, wohin sie will. Sie hat eindeutig ein Ziel. Jeder Schritt ist mit Bedacht gesetzt. Aber ihre Augen, es ist fast, als wäre sie in Trance. Ich glaube, wir stehen kurz davor herauszufinden, warum das alles passiert. Die Entschlossenheit ist immer noch da, aber ich spüre auch einen Hauch von Vorfreude, als ob eine Aufgabe fast abgeschlossen ist. Und Ruhe, Naht. Moment mal. Wohin willst du? Mist! Wir können ihr nicht weiter folgen. Wo geht sie nur hin? Warte, ich spüre eine Präsenz. Sie hat uns hergerufen. Das ist keine Erinnerung oder ein Echo aus der Vergangenheit. Irgendetwas passiert. Genau jetzt! Gunnar Trimson, deine Erinnerungen sind wiederhergestellt und sollen dich weiter heimsuchen, so wie du Jorvik heimsuchst. Aber deine Aufgabe ist noch nicht beendet. Du kannst deinem Geschenk nicht entkommen. Was wir getan haben, kann nicht so einfach rückgängig gemacht werden. Pass auf, dass deine Rache unseren Pakt nicht gefährdet. Die letzte Erinnerung, die ich wiederherstellen werde, ist der Name deiner edlen Stute. Erinnere dich jetzt an den Namen deines Pferdes und sei wieder in seiner Kraft mit ihm vereint. Morrigan. Was war das? Was in aller Welt haben wir da gerade miterlebt, Penelope? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass diese Unterhaltung keine Zeugen haben sollte. Mit wem ist der Galoppierer einen Pakt eingegangen? Warum ist Morrigans Name so wichtig? Was war mit den Erinnerungen des Galoppierers passiert? Wer hat sie ihm da gerade zurückgegeben? Ich habe so viele Fragen, aber ich denke, hier können wir im Moment nichts mehr tun. Kehren wir zur Festung zurück. Wie es scheint, ist Morrigan zum Galoppierer zurückgekehrt. Aber irgendetwas ist anders.
Ich spüre eine Veränderung in ihnen. Vorher habe ich gespürt, wie der Galoppierer blind vor Wut war, aber jetzt strahlt er Ruhe aus und Konzentration. Womöglich ist er noch gefährlicher geworden. Es ist, als ob sie zu einer neuen Aufgabe erwacht sind. Meine Theorie lautet, jemand oder etwas hat versucht, dem Galoppierer seine Erinnerungen zu nehmen. Aber warum? Wer hätte etwas davon? Oder was? Wenn ich mir den Galoppierer jetzt so ansehe, frage ich mich, ob derjenige, der seine Erinnerungen unterdrücken wollte, versehentlich andere Erinnerungen zurückgebracht hat. Und Morrigan, wie passt sie da rein? Schon allein der Name klingt altertümlich. Und stark. Vielleicht würde es den Galoppierer und seine Bindung zu seiner Stute schwächen, wenn er den wichtigen Namen seiner starken Gefährtin vergessen würde. Und der Galoppierer selbst. Wie wurde er zu dem, was er heute ist? Fährmann der Seelen, Herr dieser Festung. War das sein Geschenk? Oder sein Fluch? Oh, tut mir leid, ich ballere dich hier mit meinen Fragen zu. Ist so eine Angewohnheit von mir, laut nachzudenken. Danke, dass du mich auf dieser Reise begleitet hast, Penelope. Jetzt, wo die Flamme des Galoppierers wieder neu entzündet wurde, habe ich so das Gefühl, dass wir erneut unseren Mut zusammennehmen müssen für das, was noch vor uns liegt. Puh. Wow, das war sehr, sehr traurig. Wie fandet ihr die Quest so? Ich muss sagen, ich hatte echt stellenweise ein Kloß im Hals. Und mich hat das echt schockiert. Und ich finde es wirklich, also die Quest war sehr gut. Ich fand die wirklich gut gemacht, weil ich mag Quests, die ein bisschen tiefgründiger und emotional ein bisschen auffühlender sind. Und ich hoffe, oder ich weiß nicht, geht es euch genauso? So, das war's jetzt aber erstmal wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen bzw. hören uns bald wieder. Macht's gut, bis bald und ciao, ciao.